Erinnern Sie sich noch an das Buch Nicht ohne meine Tochter? Eine Amerikanerin, die einen Iraner heiratet, mit ihm nur auf Besuch in den Iran fährt und dann nicht mehr ausreisen kann, weil der Mann es verbietet. Dieser Erfahrungsbericht löste damals große Empörung aus. Und jetzt, gut 20 Jahre später, zeigt Ihnen Tina Soliman eine ganz ähnliche Geschichte. Nur, dass es sich dabei um eine Deutsche handelt. Seit 3 Monaten ist die in Deutschland geborene Sukaina gefangen im Libanon. Sie darf das Land nicht verlassen. Längst wollte sie zu Hause in Berlin sein, studieren. Doch eine Reise mit ihrem libanesischen Mann nach Beirut und ihre doppelte Staatsbürgerschaft werden ihr zum Verhängnis. Ich habe wirklich nie einen Gedanken daran verloren, wie es wäre, wenn ich hier wäre. Das ist ausgeschlossen, dass ich hier mal leben würde. Dort ist mein Leben, also in Berlin, nicht hier. Und also richtig innerlich fühle ich mich richtig schlecht, auch wenn ich ab und zu mal lache oder ich weiß nicht, also ich fühle mich richtig, richtig schlecht. Mir geht's gar nicht gut. Vor 2 Jahren beginnt ihr Martyrium in Berlin-Neukölln. Hier lebt sie, hier hat sie geheiratet. Eine Liebesheirat. Sie bekommen ein Kind und Sukaina macht ihr Abitur. Doch als Sukaina sich für einen Studienplatz bewerben möchte, rastet ihr Mann aus. Er schlägt sie. Sukaina will sich trennen. Da plant er einen Versöhnungsurlaub in seiner Heimat. Eine Reise ohne Wiederkehr. Auf der Fähre ging schon los. Also er hat mich geschlagen, er hat mich brutal geschlagen. Ich hatte einen verstauchten Knöchel, der war total angeschwollen. Ich konnte keine kurzen Hosen tragen, so doll sah. Also man hat es richtig gesehen, ich hatte Platzwunden im Gesicht, blaue Flecken. Als ich angekommen bin, dann zu ihm nach Hause, die waren alle ganz komisch zu mir. Also die hatten keine netten Gesprächsthema, wenn ich dabei saß. Von wegen, ja, der eine hat seine Frau erschossen, der andere hat seine Frau da und da zerstückelt und in den Bergen irgendwie gelassen. Und es hat mich schon irgendwie Angst gemacht. Plötzlich ist Sukainas Mann verschwunden. Sie erfährt, dass er zurück nach Deutschland geflogen ist. Im Gepäck ihren Pass und den des 6 Monate alten Sohnes. Also bin ich dann zur Botschaft, habe neue Pässe bekommen. Für mich und meinen Sohn und habe dann sofort Tickets gebucht und bin zum Flughafen, weil ich zurück nach Berlin wollte, nach Hause. Und ja, am Flughafen haben die mich dann zurückgeschickt mit der Aussage, dass ich eine Ausreisesperre habe. Also, dass mir mein Mann eine Ausreisesperre verhängt hat, für mich und meinen Sohn. Sukainas Familie ist extra aus Deutschland angereist. Die Anwälte vor Ort erklären ihnen, Sukainas Mann hat das libanesische Recht auf seiner Seite. Er darf also tatsächlich über den Aufenthaltsort seiner Frau bestimmen. So sieht es das dortige Familienrecht vor. Es gab einen Streit. Deshalb hat ihr Mann das Recht, eine Ausreisesperre gegen sie zu verhängen. Und schlimmer noch, wenn das Kind in 1,5 Jahren immer noch im Libanon ist, bekommt Sukainas Mann automatisch das Sorgerecht. Ich will nicht, ich will auf gar keinen Fall, will ich, dass das er denn meinen Sohn kriegt. Das wäre das Schlimmste für mich. Sukaina muss raus, so schnell wie möglich. Und dabei soll ihr die deutsche Botschaft in Beirut helfen. Geht nicht, heißt es, weil sie sich auf libanesischem Boden befände. Sie gilt hier als Libanesin, weil ihre Familie ursprünglich aus dem Libanon kommt. Ich fühle mich richtig verarscht, weil ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass ich sofort hier rauskomme. Ich meine, ich habe deutschen Pass. Ich habe nie damit gedacht, dass es jetzt eine große Rolle spielt, was für Herkunft ich habe. Ich meine, das ist die Herkunft von meinen Eltern. Das Auswärtige Amt bedauert gegenüber Panorama. Die Diplomaten in Beirut hätten Sukaina beraten, mehr sei eben nicht möglich. Immerhin schaltet das Auswärtige Amt die Berliner Innenbehörde bereits im September ein. Dennoch verstreichen Monate ergebnislos. Sukaina ein Schicksal von vielen. Ich gehe mal davon aus, dass der Mann das nicht zufällig gemacht hat. Er hat sie ganz bewusst in den Libanon gelockt, weil er wusste, dass er dort der Mächtigere ist. Weil dort das Familienrecht sehr viel männerorientierter ist als in Deutschland. Und man kann den jungen Menschen immer nur wieder sagen, wenn du dich in einen anderen Kulturkreis begibst, mache dich vorher klug. Während Sukaina in Beirut eingesperrt ist, lebt ihr Ehemann in Berlin. Doch er darf nur dort sein, weil Sukaina Deutsche ist. Seinem Entführungsopfer verdankt er also, dass er mit einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung in Berlin arbeiten und leben darf. Man muss immer prüfen, ob die Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel gegeben sind. Und dazu gehört eben, wie gesagt, dass die hier leben. Und das muss also nachgewiesen werden, dass die hier leben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es im Ermessen der Behörde, auch diesen Aufenthaltstitel zu entziehen.
Nachdem 2 Monate folgenlos verstrichen sind, heißt es endlich gegenüber Panorama, die Senatsverwaltung in Berlin prüfe. Doch die Zeit drängt, denn die Lage wird für Sukayna immer bedrohlicher. Wenn er meinem Vater sagt, ich werde deine Tochter zerstückeln, das ist ja schon... Er bedroht meinen Vater, dass er seine Tochter ermorden wird. Die Menschenrechtlerin Sabatina James wirft den deutschen Behörden falsche Toleranz vor. Das Verhalten des Mannes sei unglaublich. Sukaynas Mann begeht eine Straftat nach der anderen, verstößt gegen die Grundgesetze und wird in Deutschland toleriert. Sukayna kämpft integriert für ihre Freiheit und für die macht man nichts. Sukayna, eine Deutsche, der jetzt schmerzhaft bewusst wird, dass sie offenbar keine vollwertige Staatsbürgerin ist. Ich fühle mich ausgegrenzt, irgendwie ausgegrenzt von den Deutschen, obwohl ich mich immer dazugehörig gefühlt habe. Das ist schon traurig.